Frau Reinhardt, in einem weiteren Teil unseres Gesprächs kommen wir zum Thema Tierhaltung. In der Schweiz und auch in der EU, vor allem in Deutschland, ist die Ferkelkastration im Moment ein grosses Thema. Wie ist der Stand der Ferkelkastration in der Schweiz jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht von Agroscope? Ja, bei uns haben wir eigentlich die Problematik mehr oder weniger können lösen, in dem Sinn, dass man jetzt weiss, wie man sie in der Schweiz machen soll. Das ist ganz eindeutig. Bei uns darf man nur noch unter Narkose mit Schmerzausschaltung kastrieren. Und das immer, und das sage ich gern, wirklich einen Schritt weiter als in Europa. Ein anderes Thema, das in der Schweiz und auch in der EU intensiv diskutiert wird, ist das Kükentöten. Jährlich betäuben und töten Schweizer Legehennenbetriebe rund 3 Millionen männliche Küken, weil die ja keine Eier legen und für die Masten nicht gezüchtet werden, nicht geeignet sind. Wie ist der Stand zum Kükentöten? Wiederum aus der wissenschaftlichen Sicht von Agroscope. Ja, da können Sie nur meine persönliche Sicht abfragen, weil Agroscope nichts macht im Bereich Geflügel. Das ist schon vor Jahren outgesourced worden ins AVI-Forum und wir arbeiten zusammen, aber die Entscheidungen liegen eigentlich nicht mehr in dem Sinn bei Agroscope und wir machen in dem Sinn auch keine Forschung. Ich denke aber, wenn Sie jetzt über das Kükentöten reden, vorher haben wir über die Ferkelkastration geredet, dann ist das ein Wandel von der Gesellschaft gegenüber am Tierwohl. In dem Sinn, dass das einen unglaublich viel höheren Stellenwert natürlich bekommen hat in den letzten Jahren. Und man merkt das in allen Bereichen jetzt, dass das kritisch hinterfragt wird, was über Jahrzehnte eigentlich gemacht worden ist. Ich glaube, das sind ganz wichtige, aber sehr soziale Diskussionen auch. Wo macht man Grenzen? Was akzeptieren wir noch? Ich glaube, ganz grundsätzlich wird sehr wahrscheinlich Fleisch essen, Tier halten für Lebensmittelproduktion uns noch lange beschäftigen und in ganz andere Diskussionen hineinmünden. Ich habe gesagt, wir haben die Ferkelkastration geregelt, im Sinn von unter Narkose mit Schmerzausschaltung. Eigentlich würden wir aus wissenschaftlicher Sicht die Immunkastration noch besser finden. Wir glauben auch, dass es dem Tierwohl nicht abkömmlich ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich dann auch wieder ein ganz starker Eingriff ins Tier eigentlich und in die Tierentwicklung, die auf starke Widerstände stößt. Ja, weil es irgendwo durch die Integrität des Tieres natürlich verletzt. Und ich glaube, das sind nicht Fragen, die die Wissenschaft alleine beantworten kann. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Kann denn aus der Sicht des Landwirts ausgesehen, kann denn der Landwirt überhaupt noch dieser gesellschaftlichen Entwicklung folgen? Eigentlich müsste er sagen, jetzt mache ich meinen Schweinstall zu, mit Flügelstall, was auch immer, Rindvieh, Milchvieh. Weil die gesellschaftliche Entwicklung geht so schnell kann kein Landwirt reagieren. Das ist so. Also die Landwirte stehen vor unglaublichen Herausforderungen. Also die Anforderungen, die an sie gestellt werden, das kann einen allein nicht mehr in allen Bereichen aktuell lösen. Und es gibt immer Zielkonflikte, eben weil man in dem Natur-, Wirtschaftlichkeit-, sozialen Spannungsfeld hineinstehen. Es ist eine Herausforderung und ich glaube, wir müssen in der Tat einfach die Landwirte unterstützen und Diskussionen führen. Aber wie kann denn die Agroscope die Landwirte unterstützen? Also jetzt zum Beispiel bei der Schmerzausschaltung, Narkose, das sind wissenschaftliche Fragen. Da kann man messen, ob ein Tier noch Schmerz empfindet oder nicht. Das ist eine wissenschaftlich-medizinische Frage, das geht. Auch Tierwohl, also Tiergesundheit, wird sehr viel stärker werden, auch in der AP22+ geregelt, dass Tiergesundheit wie ein Dach ist für Tierzucht, Krankheitsbewältigung etc. Also man will in Prävention viel mehr stecken und nicht erst nachher kurativ aktiv sein in die Heilung hinein. Also ein Gesamtsystem wieder anschauen, wo man das Tier schon gar nicht erst krank werden lassen. Aber könnte ein Agroscope zum Beispiel etwas an der Kommunikation leisten, dass sie zum Beispiel die Konsumenten aufklären? Oder ist das nicht ihre Aufgabe?
Es ist manchmal einfach schwierig, und wir haben am Anfang schon ein bisschen darüber geredet, wenn man wissenschaftliche Argumente gegen eine vorgefasste Meinung stellt, dann findet man sich nicht auf der gleichen Ebene. Und ich bin auch schon manchmal frustriert gewesen, was mir eins auch über Pflanzenschutzmittel publiziert haben, kommuniziert haben, wenn differenzieren. Es gibt nicht das Pflanzenschutzmittel mit dieser negativen Effekt oder Wirkung, sondern es gibt durchaus auch solche, die sehr sinnvoll sind, mit ganz wenig unerwünschten Wirkungen. Und ja, ich hätte unglaublich gerne vielleicht von Ihnen Tipps, wie man das macht, dass es ankommt. Ich habe also den goldenen Weg noch nicht gefunden, was aber nicht heisst, dass man nicht weiterhin immer kommuniziert. Ich finde es total wichtig, dass die Wissenschaft publiziert und kommuniziert, sonst verschwenden wir Gelder, weil dann jemand etwas macht, was schon mal gemacht worden ist. Ich glaube, wir zwei können am Tisch das Problem der gesellschaftlichen Entwicklung nicht lösen. Schliessen mal das Thema der Tierhaltung ab und gehen dann zum nächsten Thema.